Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Soul Silver Random Nuzlocke. Und heute kämpfen wir gegen die Polizisten mit dem komischen Kopf, der sich jetzt wieder geändert hat. Sieht wieder normal aus, keine Ahnung. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich ein wenig mit deinem Pokémon angebe. Mit meinem Pokémon angebe. Mit meinen Pokémon darfst du natürlich auch angeben, aber gib erstmal mit deinen an. So, wen haben wir denn da? Okay, ein Kind, das in ein Pikachu verkleidet ist. Nee, Pichu verkleidet. Gegen Kabuki-Mann. Gegen wen auch sonst. Weil wir sonst eigentlich nichts haben. Gut, Egelsamen passt. Beteiligung. Der setzt doch sowieso seinen Donnerschock ein. Es sei denn, er kann Eisenschweif. Dann haben wir natürlich ein Problem. Aber ich glaube eher nicht. Dieses Pikachu ist noch viel zu niedrig für Eisenschweif. Vielleicht kann er Tackle. Das ist so das höchste an Gefühlen, was er könnte. Donnerschock. Ich glaube, ich bin paralysiert, ich weiß es doch. Ah, da. Ich dachte schon. Ich habe ja so ein Glück in letzter Zeit mit der Paralyse. Da dachte ich, ha, das macht der Pikachu doch gerne. Joa, das kann sich sehen lassen. Aber mit Wachstum zusammen wäre das, glaube ich, doch um einiges besser. Weil Wachstum ist ja nicht nur so, dass unser Megasauger stärker wird. Nein, wir kriegen auch mehr Leben. Double Team. Eigentlich hätte ich direkt mal Megasauger einsetzen sollen, oder? Dann wäre er tot gewesen. Egal. Er hat sowieso nichts Dramatisches gemacht. Wir brauchen noch eine Fähigkeit, die unser Spezialangriff drastisch steigen lässt. Das wäre cool. Und dann Gigasauger. Puh. Das Ding ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde Grasflöte gegen Solarstrahl austauschen später. Und dann irgendwie ein Pokémon hoffentlich haben, das Sonntag kann. Dann geht das Redi ab. Also Kabuki-Mann eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat sogar einiges an Leben. Mensch. Ich hoffe, dass er so ein kleiner Zwerg ist. Eigentlich hat er es drauf. Komm schon, lass uns Freunde sein. Wer Pokémon so liebt wie du, kann gar kein schlechter Mensch sein. Wir könnten gemeinsam über Pikachu oder über Fleckbot oder Tentoxa. Ach, wir könnten über alle möglichen Pokémon plaudern. Du und ich werden viel Spaß miteinander haben. Alter, was bist du denn für ein Pedobär? Nein. Ich wette, du magst keine Pokémon. Das stimmt, bei mir sterben sie häufig. Ich mag sie eigentlich nicht. Ich lasse sie mit Absicht sterben. Zeigst du mir dein Pokémon-Team, zeige ich dir meins. Aber nur gleichzeitig. Das weckt Erinnerung. Sorry. Ah, schön. Na komm, wir machen einfach genau das gleiche wie beim letzten Mal. Ach, Ruckzuckieb, stimmt, da war was. So, ein weibliches Pikachu, man sieht es an seinem Schwanz, es hat so eine kleine Herzform. Und wir machen einfach Megasauger. Ja, es gibt tatsächlich Pokémon, die erkennt man sofort als männlich oder weiblich, aber nicht bei allen. Nur bei den beliebten halt, wie bei Pikachu zum Beispiel. Ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt, für jedes Pokémon ein zweites Modell reinzuwerfen. Guck dir das an. Zwei Runden und weg ist er. Gleiche Taktik wie beim anderen Pikachu, weißt du? Nicht dazugelernt. Heute kommen wir gut voran. Wir werden gleich aufs Meer raustreiben. Da wird dieses Random-Ding nicht funktionieren. Nein, nicht gleich. In den nächsten Folgen werden wir losreisen. Und da wird dieses Random-Ding ins Gesicht nicht funktionieren. Deswegen werden wir da nämlich auch unseren Super-Schutz verwenden. Auch wenn uns die KP ein bisschen ausgehen, durch Kabuki-Mann da eigentlich gut trainieren könnte, oder? Na gut, vielleicht nehmen wir ein paar Pokémon mit, um Kabuki-Mann zu trainieren. Oliviana City, hier ist ein Pokémon. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, du schon wieder. Was stellst du dir eigentlich vor? Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Apropos Verlierer. Die Arenaleiterin dieser Stadt ist gerade außer Haus. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. So ein Unfug. Ein Pokémon, das zu schwach zum Kämpfen ist, ist wertlos. Warum trainierst du nicht etwas im Leuchtturm?
Wer weiß, vielleicht wird aus dir ja doch noch ein annehmbarer Trainer. Nochmal Schwein gehabt, alter Spiel. Okay, sie ist nicht zu Hause. Also nicht im, nicht in der Arena-Leiter. Nicht in der Arena. Nicht in der Arena, ist richtig. Die Arena-Leiterin ist nicht in der Arena. Und wir können in den Leuchtturm gehen und dann in die Arena. Allerdings hat sie Pokémon, die viel zu stark sind. Deswegen werden wir zuerst zu dem schwachen Arena-Leiter gehen und dann zu dem starken. Das können wir nämlich hier auch sehen. Da als nächstes kommt dieser komische Typ, der einen anschreit. Und dann die andere. Naja. Erstmal ins Pokémon Center, meine Pokémon heilen. Dann gehen wir in den Turm und trainieren da unsere Pokémon. Dann müssten wir alle da mit circa 2021 rauskommen. Da fehlen uns trotzdem noch Level. Es werden uns trotzdem noch Level fehlen. Ich muss mein Tablet wiederholen, aus von meinem Bett runterholen. Um den Arena-Leiter zu checken. Um zu gucken, ob wir doch vielleicht trainieren sollten. Hallo. Schon seit langem erhellen bei Nacht Pokémon das Meer um Olivia City. Der Leuchtturm wurde zu Ehren genau dieser Pokémon errichtet. Sehr schön. Hallo. Dieser Leuchtturm wird unter anderem auch zu Trainingszwecken benutzt. Bei so vielen Trainern, wie es hier drin gibt, ist es nicht leicht, sich bis ganz nach oben durchzukämpfen. Wir machen es trotzdem. Der Typ hat einen Fukano. Ich erinnere mich. Wir müssten sowieso Mike trainieren. Und Mike wird jetzt heute abkacken übrigens. Habe ich heute beschlossen. Hey, du da. Wir sind hier nicht auf dem Spielplatz. Er wird sterben, Freunde. Er wird sterben, ich weiß es. Also, das Ding ist, Fukano kann Biss. Das ist kein fucking Fukano. Ich dachte, wenn... Ich dachte, der hat einen Fukano. Gut, Stepsel hätten wir sowieso nicht einsetzen können. So viel dazu. Aber trotzdem. Aufruhr. Autsch. 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 Wir müssen hier einschläfern. Er hat einen Aufruhr gestartet, er kann gar nicht schlafen. Bullshit. Wir müssen Laurin noch eine andere Attacke beibringen, das ist echt armselig, ganz ehrlich. Was lernt denn Enekoro? Komm, wir schauen mal. Enekoro. Wann kommen denn deine hübschen Attacken, Enekoro? Wann lernst du denn mal was fleißig Gutes? Generation 4, bitte? Ach du Scheiße. Sie lernt nichts. Laurin lernt nichts. Hoffen wir mal, dass du keine Flugattacken beherrschst, Freundchen. Laurin lernt nichts. Scheiße. Wir brauchen TMs. Auch wenn ich doch nur ein Flug-Pokémon hätte, dann könnte ich einfach zurückfliegen. Und mich einen Keks freuen. Kannst du nicht irgendwie brennen?
Scheiße, das Noctu macht mich fertig. Das Noctu macht mich fertig, Freunde. Brände, brände, bitte. Das geht auch. Was? Bitte? Nicht dein Ernst. Das ist nicht sein Ernst jetzt, oder? Was? Komm, bald muss dir doch der Aufruhr ausgehen, oder? Scheiße. Scheiße, ich hab gleich keine Pokémon mehr. Oh fuck, brenne, bitte. Ah. Scheiße. Ich muss gleich Grasflöte einsetzen, um mich einzuschläfern. Genesung? Kannst du bitte damit aufhören? Mein Herz, lass mich in Ruhe. Scheiße. Scheiße. Okay, Laurin. Es war schön mit dir. Es war schön mit dir, aber ich opfer dich jetzt. Ich opfer dich jetzt. Ach du heilige Noctu! Oh, das ist gut, das ist gut. Mein Gott! Holy shit! Oh! Alter! Wohlan! Dürfte ich dir meine Nein! Ich kämpfe bestimmt nicht gegen dich, nein. Im Leben nicht, Kollege. Nicht nochmal. Ja, ich... Hat er sich gerade beschwert, dass Kinder nicht mit ihm spielen wollen, alter Sack? Alter... Holy shit. Aber ich hätte danach Mike einsetzen können, weil ich glaube, er hatte keinen Aufruhr mehr. Ich glaube, der hatte keinen Aufruhr mehr. Oh. Mein Herz. Das war mir ein bisschen zu spannend, muss ich sagen. Volltreffer, Alter, ich dreh durch. Ah. Dein Pokémon ist wieder so fit. Laurin, du hast überlebt. Habe ich natürlich, wusste ich natürlich. Es war alles geplant. Der Masterplan, Freunde. Das war der Masterplan. Alter. Ich werde nicht mehr. Oh. Na gut. Mr. Matrose. Egal, was du mir da jetzt hinsetzt, es kann nicht so schlimm wie das Noctu eben gerade gewesen sein. Ich meine, wir haben gegen ein Noctu 22 Probleme gehabt. Jetzt stellt euch das Ganze mal mit dem Arenaleiter vor. Seefahrer sind immer wild auf einen guten Kampf. Da sind wir schon wieder. Da, ein Quapsel ist das billig. Oh, oh, ja.
So, dann machen wir deinen Spukball, Freundchen. Und lern gefälligst mal eine Attacke. Die Regentanz, das ist nicht so gut. Je nachdem, was er danach einsetzt. Komm, Zerschneider. Was ist eigentlich mit unserem Nachtnebel passiert? Habe ich das weggemacht? Bin ich so doof gewesen? Es regnet einfach weiter. Und er setzt als nächstes Quapuzzi ein. Gegen das Quapuzzi setzen wir aber Kabukiman ein. Wegen Regen und so, weil Regen nicht so schön. Was hat eigentlich unser Kabukiman für eine Spezialfähigkeit? Haben wir da eigentlich schon geguckt? Nein, das wollte ich gar nicht gucken. Bericht. Steigert Spezialangriff bei Sonne, senkt aber KP. Das heißt, Solarstrahl wird zecken. Wir sind aber eine Glaskanone. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verhindert Selbstzerstörung der Kämpfenden. Das heißt, wenn ich Body Slam oder so mache, kriege ich da keinen Schaden. Nice. Ja, ich will nicht tauschen. So, Igelsamen. Scheiße Hypnose, da war was, ne? Eigentlich müssten wir bei Regen wachsen. Eigentlich. Und dann sitzt der Aquaknarr rein. Du bist mir ein Horst. Volltreffer. Wieso existieren Volltreffer so oft? Egal, kriege ich ja mein Leben wieder. Alles gut. Alles gut. Es sei denn, er trifft jetzt nochmal einen Volltreffer. Dann ist nicht mehr alles gut. Aber so viel Leben, wie wir bekommen. Ja, da keine Chance. Wir sind ja wieder fast voll. Arsch. Egal, ich habe Igelsamen draußen. Du wirst sterben. Kannst nichts gegen machen. Und ich kriege mein Leben wieder. Und es hat aufgehört zu regnen. Das heißt, du machst jetzt noch weniger Schaden, Dude. Naja. Er hat eine Runde dafür verschwendet, dass er früher stirbt. Also komm. Ich wach sowieso gleich auf. Weil es ist ein bisschen blöd, wenn ich jetzt schlafe. Dann müsste gleich schon ein Pokémon kommen, das echt scheiße ist, dass ich wieder aufwache. Komm, wach auf. Wach einfach auf. Kabukiman, los. Tu es. Für mich. Yeah. Kabukiman, du hörst auf mich. Du bist ein Guter. Du gefällst mir. Sehr schön. Und wieder fast voll. Eigentlich müssten wir hier nur Kabukiman einsetzen, weil er halt eine Pflanze ist und hier überall Matrosen sind. Aber die können auch Marcello haben. So ist es nicht. Du hast schwer was drauf. Ich habe schon so lange nicht mehr gegen dich, gegen jemanden so Gutes trainiert. Lass uns kämpfen und ich lese es gar nicht mehr vor. Sowas. Du bist wohl doch nur ein Pantoffelheld, der dich fertig gemacht hat. Jetzt sollte es dir peinlich sein. Hallo, Schnüsel. Was hast du hier zu suchen? Bist du zum Gaffen hier? Wenn es das ist, dann mach dich lieber vom Acker. Du bist doch ein Schnösel, oder? Ah, Vogelfänger. Ganz viele kleine Vögels. Ich glaube, Geistattacken wirken nicht gegen die, oder? Ich glaube, weil er normal Vogel ist. Na gut, Stöpsel. Du bist der Einzige, der hier wirklich wichtig ist. Weil Laurine ist Level 22 und ja, der Rest ist auch schon ziemlich hoch, beziehungsweise hat keine Chance gegen Vögel. Na gut, surfen wir sie einfach zu Tode. Das wird Whites. Ja, setz du mal deine Taubsis ein. Wir setzen, glaube ich, mal Body Slam ein. Einfach nur so zur Unterabwechslung.
Werden die immer schwächer? Kann das sein? Also unser Stöpsel, der dreht hier richtig. Aber ich bin froh, dass Stöpsel eins unserer stärksten ist, weil er nicht so schnell abkackt. Ist das dein Ernst jetzt? Ist das dein Ernst, dass er noch ein HP hat? Stöpsel. Was soll das? Alles voller Taubsis. Was mich irritiert, ist eher, dass der Vogelfänger, wenn wir draußen sind in der Welt, blond ist und im Kampf brünett. Ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, der war brünett. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Oh, paralysiert ist gut. Da wollte Rockzuckieb einsetzen. Nicht mit mir. Ah, ich liebe es, wenn es läuft. Wenn es läuft, ist es immer gut. Wie wär's mal ein bisschen, weiß nicht, Abwechslung? Habitak vielleicht oder Tauboga? Das wäre schon klasse, du. Ich brauche noch eine Kampfattacke mit ihm. Das wäre cool. Die Abwechslung, das ist echt abnormal bei dem Typen. Was hat er sich gedacht? Als er sein erstes Pokémon gefangen hat, hat er sich gedacht, oh geil, ein Taubsi. Ich fange mir gleich noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Mann. Das ist doch langweilig, 50.000 Taubsis zu besitzen, oder? Also ich würde es langweilig finden, die zu trainieren. Ich meine, das ist ja immer dasselbe. Da, brünett. Hier ist er brünett und gleich ist er blond. Blond. Leute, ernsthaft. Warum? Du hattest aber einen Fukano, komm. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Tja, das wird deine Niederlage in diesem Land. Ha! Ich hab's gewusst. Das macht nichts, das macht nichts. Er wird jetzt übrigens Biss einsetzen oder bin ich tot? Deswegen wechseln wir. Wir belassen es mal bei Feuer. Dem kann er nicht so viel ausrichten. Wieso setzt du nicht Biss ein? Egal. Egal. Schnüffler. Toll, hätte ich gleich den behalten können, weißt du? Hätte Mike ein paar mehr XP bekommen können. Können wir Mike eigentlich irgendwo einsetzen? Ich habe so das Gefühl, dass alles und jeder einfach ihn töten kann. Alles und jeder kann... Okay, komm, wir testen es. Scheiß drauf, ob er jetzt stirbt, wir testen es. Es kann nicht sein, dass wir Mike die ganze Zeit in der Hinterhand behalten, um gut auszusehen. Er ist unser legendäres Pokémon. Ganz ehrlich, da verzichte ich lieber auf ein legendäres Pokémon und habe ein nützliches. Als jedes Mal vor Angst davor, getötet zu werden, nicht zu kämpfen. Der siehste geht doch. Und er setzt Glut ein und nicht Bliss. Bliss. Fukano setzt Spliss ein. Es ist nicht sehr effektiv. Mike hat keine Haare. Geht doch. So soll's sein. Mike. So soll's sein. Du sollst trainieren. Nicht vor Angst zu weglaufen. Immer noch nicht genug Training. Oh, 3600. Wir kriegen jetzt richtig Kohle. Jasmin leitet die Arena hier in dieser Stadt. Ich werde sie zurückholen. Besser, du stellst dich nicht in den Weg. Mach ich nicht, nein. Ich töte dich nur. Ich vernichte dich. Ein Pokémon. Ein Meryl. Ungewöhnlich schwach. Und, pass auf, ich bin tot. Lupfstrahl. Komm, Mike. Mike. Mike, du bist der King. Brofist, Alter. Ich
Brauch gar keine Angst haben. Mike reißt das schon. Er ist ein legendäres Pokémon. Natürlich reißt er das. Sehr schön. Dann werden wir direkt mal einen Trank einsetzen. Wir haben hier sowieso nichts zu befürchten. Angeberei. Cool, wir machen ihn stärker und verwirren ihn. Es bringt uns gar nichts, wenn er uns dann one-hittet. Naja. So, wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Hm. Fahrstuhl? Man kann es sich also auch einfach machen. Die Lichtkuppel, bitteschön. Ach so, ja, da war ja was. Ach, ein super Trank. Stimmt, da war ja was. Wieso das auch immer verschlossen ist. Ich weiß es nicht. Also fliegen quasi, wir gehen quasi rüber, gleich auf die Insel, wo der Arenaleiter ist, schnappen uns die Medizin, treten dann gegen den Arenaleiter an, wir könnten aber auch einfach die Medizin, nehmen, hierher kommen und dann zuerst gegen sie kämpfen und dann gegen den anderen Arenaleiter, was natürlich um einiges schwerer ist. Und ich glaube, wir haben es schon schwer genug. So, wie zum Teufel komme ich jetzt dahin? Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich blöd? Ich glaube, ich bin blöd. Ich erinnere mich, dass hier irgendwo ein Loch sein sollte, wo wir runterfallen oder so. Wie zum Teufel kommen wir da nochmal rüber? Ah, das ist eine Tür und kein Fenster. Das ist neu. Oh, da war ein Pokéball. Ein Sonderbonbon. Nice. So, was hast du denn drauf? Jasmin muss krank vor Sorge um das Pokémon sein. Man sieht sie nicht einmal mehr lächeln. Du bist mir so ein starker Seemann, du. Das Krabi könnte Stahlattacken beherrschen, aber ich glaube, die sind nicht so krass. Und wenn der ist, die sind alle noch so Low-Level. Ich finde es immer noch ziemlich seltsam, dass wir halt gegen so viele Low-Level verlieren. Wir wären jetzt schon längst OP. Wären nicht so viele Leute gestorben, wären wir schon lange OP. Nein. Wir haben gerade gesehen, was er mit Krabi angestellt hat. Er wird das nächste Krabi auch zerfetzen. Okay, aber vielleicht nicht mit einmal. Oh, doch, doch. Guckt euch an, wie stark Mike ist. Mike können wir nachher gegen die Kampf-Pokémon einsetzen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Wir müssen ihn jetzt nur hochtrainieren. Aether. Na, Vogelfänger, der jetzt blonde Haare hat und gleich nicht mehr. Wer hat da wohl geschlampt? Habitak. Achso. Jetzt geht das Spiel mit Habitak weiter, oder was? Gut. Machen wir weiter mit Habitak. Das heißt, dasselbe in Blau nochmal. So, Body Slam für dich. Soweit ich mich erinnern kann, wirken nämlich Geistattacken nicht gegen Flugattacken. Oder vielleicht sind sie auch normal, das kann auch sein. Normal Flug kann gut sein. Jetzt sei mal nicht so nervig. Als nächstes setze ich
echt mal Surfer ein, damit sie sofort umkippen. Ja, Ibitak. Ach, der hat 3 Pokémon. Ne, der ist wenigstens ein bisschen schlauer als der andere. Muss man dazu sagen. So, jetzt bist du erstmal nass und kannst nicht mehr fliegen. Das würde Sinn ergeben, aber dieses Spiel ergibt ja keinen Sinn. Und jetzt sind wir tot. Der setzt das bestimmt irgendwie 60 Mal ein jetzt. YOLO! Oh Gott, nein! Oh, wie komme ich jetzt rüber? So sagte er YOLO. Und Stöpsel starb. Nein! Stöpsel! Nein! Warum? Warum bin ich ein Idiot? Warum sage ich YOLO? Ich war mir so sicher, dass wir ihn töten. Und dann setzt er Eroas ein. Oh mein Gott! Oh, es tut mir echt leid, Stöpsel. Das tut mir echt leid. Ach Gott! Ja, wenigstens erlerne ich jetzt Flammenrad. Ach Gott! Stöpsel! Es tut mir echt leid. Oh Gott, du warst meine Hoffnung. Oh Gott. Fuck. Scheiße. Scheiße. Gott verdammt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Eine neue Folge, ein neues Opfer. Gibt's da nicht irgendwie einen Song von? Eine neue Folge, ein neues Opfer. Ich weiß, ich kann nicht singen. Stöpsel. Oh. Stöpsel. Nein, warum du? Warum jetzt? Warum kurz bevor wir surfen müssen? Ach, Kacke. Der Fluch, er hat einfach zugeschlagen. Oh. Eigentlich hätten wir zurückgehen sollen und so ein neues Pokémon holen müssen, ne? Seeleute sind hart. Und zart in einem. Eine perfekte Mischung, wie ich meine. Wie steht's mit dir? Wir gehen gleich nochmal zurück und wir können gar nicht zurück, ne? Wir können Teleport einsetzen, ja. Wir setzen Teleport ein. Ach, fuck it, ey. Oh. Warum? Da ist er, Stöpsel. Warum bist du jetzt auf der Gegnerseite? Warum bist du auf der Gegnerseite? Ich will dich zurück. Kann ich dich irgendwie wiederbeleben? Wir werden ihn wiederbeleben. Wir werden mit ihm Surfer einsetzen, wenn wir gleich kein Wasser-Pokémon bekommen. Oder kein Pokémon, das Surfer beherrschen kann. Shit. Warum? Es ist so tragisch. Es ist so tragisch. Oh, ich werde die Folge einfach YOLO nennen. Ah, du gehörst also zu den Harten. Oh nein. Stöpsel. Ist hier nicht einsetzbar. Egal, wir haben noch Fluchtseile. Ja. Wir müssen auf jeden Fall das neue Pokémon hier mit hernehmen zum Trainieren. Ach, Kacke. Zero. Was? Okay, dann schleichen wir uns halt hoch. Dann werden wir gleich die Trainer nachholen.
Dieses Pokémon hat immer das Meer für uns ausgeleuchtet, aber dann wurde es plötzlich sehr krank. Seitdem ringt es nur noch nach Luft. In Anemonia City, auf der anderen Seite des Ozeans, soll es einen wunderartigen Apotheker geben, aber ich kann Amphi nicht einfach hier alleine lassen. Würdest du mir einen Gefallen tun, könntest du vielleicht für mich dort Medizin kaufen gehen? Ich halte dir auch den Eingang offen. Ja, Freunde. Morgen werden wir erfahren, wer unser neuer Begleiter wird. Bis dahin, trauert bitte mit mir. Heute ist ein Trauertag. Haut rein, euer Zero. Tschüss.